Wir haben in der heutigen Ministerpräsidentenkonferenz unsere Übereinstimmung unter den Ländern um weitere Punkte deutlich erweitert. Vor allem haben wir aber eine große Übereinstimmung darin, dass wir jetzt für die Entwicklung in Deutschland endlich zu Ergebnissen kommen müssen. Ergebnissen, die wirklich den Menschen in den Ländern, in den Städten, in den Gemeinden helfen bei der Bewältigung der Herausforderungen, vor der wir alle stehen und vor denen wir alle stehen. Das heißt im Klartext, dass es heute endlich dazu kommen muss, dass die Bundesregierung ihre Verzögerungsvorschläge aufgibt und mit uns gemeinsam an den wichtigen Punkten zu Ergebnissen kommt. Dafür steht für uns in erster Linie eine Verständigung auf unseren Vorschlag für die Neuregelung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen. Wir haben, wie vom Bund gebeten, schon im Dezember einen Vorschlag gemacht. Uns ist damals gesagt worden, man würde spätestens bis Ende Januar darauf adäquat antworten können. Bis heute liegt nichts vor. Dieses Hinhalten geht nicht so weiter, weil es ist erforderlich, auch die entsprechenden Änderungen bis hin zu Grundgesetzänderungen noch in dieser Legislaturperiode zu realisieren. Und darum müssen wir dort einen Schritt weiterkommen. Zweitens die Bewältigung der Integrationsherausforderungen. Auch da haben wir schon klare Beschlüsse gefasst mit der Bundesregierung, mit der Bundeskanzlerin. Auch an der Stelle wird hin und her geschoben. Die Länder haben sehr deutlich gemacht, dass die Lasten für die Kommunen und die Länder bei etwa 20 Milliarden Euro liegen und dass wir erwarten, dass davon ein großer Teil vom Bund getragen wird. Ich will das einmal umgekehrt sagen. Der übergroße Teil wird weiterhin, auch wenn der Bund in seine Verantwortung geht, von Ländern und Kommunen übernommen. Aber es geht nicht, uns jetzt Vorschläge in Höhe von 2 bis 3 Milliarden zu machen. Unsere Vorstellungen gehen ganz klar auf eine Größenordnung von 8 bis 9 Milliarden Euro pro Jahr, die wir auch entsprechend fundiert haben. Und darüber hinaus haben wir Verständigungen erzielt bei der Umsetzung der im Koalitionsvertrag des Bundes verabredeten Hilfen für die Kommunen. Dazu ging es noch um einen Verteilschlüssel, da gibt es jetzt eine einheitliche Länderposition. Ebenso gibt es eine einheitliche Länderposition bei den Regionalisierungsmitteln und auch bei der Exzellenzinitiative haben wir einen Vorschlag, der tragfähig ist und von uns gemeinsam, von allen Ländern 16:0 gemeinsam getragen wird. Ganz kleinen Moment. Ja, das Wesentliche hat Kollege Sieling gesagt. Wir haben eine ganze Reihe von Punkten abgeräumt, wo wir zumindest eine gute Lösung gemeinsam gefunden haben, um dem Bund gegenüber dann auch präsentieren werden. Wichtig ist, dass wir beim Bund-Länder-Finanzausgleich nicht nachlassen. Es gibt nur die Variante, die wir derzeit 16:0 erarbeitet haben. Der Bund braucht sich nur darauf einzulassen und wir müssen dem entgegentreten, dass es hier eine Lösung zulasten des Bundes ist, sondern es ist eindeutig auch eine horizontale, weitere föderale Komponente drin, die dafür sorgt, dass sowohl Bund und Länder als auch Länder untereinander solidarisch beieinander bleiben. Das Zweite ist das Thema Regionalisierungsmittel. Das will ich nur noch mal auch aus Sicht der ostdeutschen Länder noch mal verstärkt rüberbringen. Wir hatten ja ein Feld schon abgeräumt, allerdings zulasten auch der ostdeutschen Länder, die da eindeutig viele Verkehre im ÖPNV abbestellen hätten müssen. Und jetzt haben wir eine Lösung gefunden, dass der Bund auch angeboten hat, durch zusätzliche 200 Millionen Euro wenigstens den Status quo erhalten zu helfen. Da haben wir jetzt auch einen inneren Verteilmodus gefunden, sowohl zwischen den 16 Ländern als auch zwischen den 6 ostdeutschen Ländern. Da beziehe ich eindeutig Berlin mit ein, sodass wir also auch mit diesem Vorschlag hoffen, nachher entsprechend auf eine gute Resonanz zu treffen und damit also auch sicherzustellen, dass dieses Thema jetzt frühzeitig abgeräumt ist. Denn die Verkehre müssten jetzt verlängert werden oder abgestellt werden und damit haben wir eine klare Planungssicherheit. Alles andere hat Kollege Sieling gesagt. Jetzt warten wir, wie der Bund auf unsere Vorschläge reagiert. Wenn er alles 1:1 umsetzt, dann ist große Freude im Land und dann ist, denke ich mal, all das, was wir an Problemlagen vor uns hergewälzt haben, vor der Sommerpause abgeräumt.